Herzlich willkommen zurück zu The Solus Project. Wir kauern hier in unserem Ding rum. Einfach aus dem Grund, ja, dass das Wetter unberechenbar war, aber jetzt nach einem Neuladen ist es wieder gut. Was haben wir hier? Ein Kissen. Ich hatte ja so eine Matte mal gehabt, aber die habe ich, ich weiß auch nicht warum, irgendwo liegen lassen. Zählt der eigentlich als Item? 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 21, 22. Nee, der zählt nicht. Der Hammer. Ja, schmeiß mal weg. 1, 2, 3, 8, 9, 11. Der müsste eigentlich zählen. 13, 15. 18, 20, 21, ja. Schmeiß mal so einen weg. Ich habe das noch nie benutzt, ne? Gehen wir mal mit. Hätte man ja auch mal eben da schlafen können. Achso, wir laufen jetzt aber nicht mit dem Kissen in der Hand rum. Der Kristall war da doch schon deutlich epischer. Oh, hier liegen auch noch Sachen. Ich möchte einen Rucksack haben. Aha, eine Katze. Sieht recht dünn aus, oder? So, das ist ein Leuchtfeuer. Schade. Hier haben wir Fluff. Das scheint dann jetzt aber auch das letzte Fanfoto gewesen zu sein. Ah, ganz nette Idee. Meinst du es jetzt nicht? Aber ich habe es auch nicht so mit Hunden und Katzen. Von daher liegt das eher daran. Was haben wir hier? Ohl. Hier haben wir Ohl. Wir brauchen aber gerade kein Ohl. Champagner. What? Unbegrenzt. Warte mal, das probieren wir noch mal eben aus. Ich schmeiß den weg, nehme den auf. Wir müssen ja eh gerade trinken. Echt? Wir können unbegrenzt trinken. Das ist ja genial. Das bringt Inventarplatz. Also ich lasse jetzt noch mal eine Flasche im Inventar. Weil das ist mir irgendwie gerade sehr suspekt. Aber wir können 3 Liter trinken. Das ist ja der Hammer. Sollte man jetzt noch so eine Kassette mitnehmen können? Das ja, boah, cool. Ich bin begeistert. Ich bin echt begeistert, weil das spart ja massig Inventarplatz und Zeit und alles. Cool. Haben wir noch mehr coole Sachen vergessen, als sie hergerannt sind? Müsste man ja fast nochmal zurücklaufen. Ich bin gerade voll geflasht, dass es hier sowas gibt. Boah, also Wasserprobleme sind weg. Wir müssen nie wieder Angst vorm Verdursten haben. Immer wenn ich eine Flasche angebrochen hatte, war immer so das Gefühl, ah, hoffentlich kann man die bald wieder voll machen. Aber die Dinger hier, die sehen ja auch aus wie diese Meteoroiden, die wir immer finden und uns Buffs geben. Ist hier irgendwas drin? Hallo, hallo, hallo. Oh, ich habe heute richtig Lust, hier aufzunehmen. Zwischendurch, oh. Ist das so? Oh, ja. Es ist einfach heiß. Aber wir haben ja Champagner und mit Champagner, da sieht die Welt gleich schon wieder viel heller und freundlicher aus. Da können uns die Himmelwesen mal, die uns erst sagen, ja, komm her und dann sagen, geh weg. Ja, seltsam. So. Hier wird es gleich wieder kalt. Was haben wir denn hier Schönes drin? Essen. Dann nehmen wir doch mal ein bisschen Essen mit erstmal. Da brauchen wir auch nicht so viel, das ist klar, aber wir hatten jetzt schon so viel. Reicht das? Das habe ich auch nicht so ganz raus. Man muss einfach, glaube ich, hier lang. Hä? Jetzt geht's. Keine Ahnung. Da geht's weiter. Hier ist auch noch mal Essen. Oh, und da drüben ist noch was. Da ist doch noch so eine Kugel.
der Ort des Fütterns. Hier werdet ihr den Pfad des Gebens gehen. Hier werdet ihr die Wunden des Meeres heilen. Wenn der Pfad vollbracht ist, wird der Versunkene sich zeigen. Aha. Was war das? Muss das so? Gucken, kann man hier noch... Hier drüben, da kann man was aktivieren. Machen wir mal. Tja. Aber was genau, weiß man natürlich nicht. Also das hat jetzt irgendwas gemacht, sicherlich. Die Frage ist halt nur wieder, wo? Naja. Vielleicht stolpert man wieder drüber, wenn ich halt nicht. Dahinter? Keine Ahnung. Vielleicht wäre auch der Text. Vielleicht gibt der hier irgendwelche Hinweise. Nichts Genaues weiß man nicht. Wir folgen einfach mal hier dem Lichtstrahl. Hier ist eigentlich auch ziemlich gefährlich, wegen der ganzen rauchenden Schlote. Ist da oben irgendwas? Nö. Es ist ja auch immer so Sachen gibt, wo man denkt, ja, hier könnte durchaus was versteckt sein, aber ist es nicht. Und manchmal ist es dann an Orten, wo man überhaupt nicht mitrechnet. Ja, jetzt fängt es wieder an zu regnen. Das kennen wir ja schon. Das Wetter auf diesem Abschnitt ist echt... Gut, 17 Grad. Autsch! War das jetzt ein Blitz oder war das so... Nee, das war so ein Vulkan-Ding. Tut doch weh. Sein. Hier will ich, glaube ich, nicht sein. Ich glaube, wir sollten gleich mal schlafen, wenn wir hier vorbei sind. Und entsprechend speichern. Was ist da drüben? Ja, wir können uns gleich hinten wieder unterstellen und da einmal schlafen. Das sollten wir tun. Vielleicht finden wir ja da noch was Schönes. Also dieser Abschnitt hier gefällt mir recht gut, muss ich sagen. Das macht echt Spaß. Ja gut, da können wir auch die Igelnahrung essen. Das ist wieder ein Rohr. Ja. Posterde-Geschichte. Diejenigen, die ein Übermaß an Ressourcen leisten konnten, jetzt mit Aufpreis, bauten private Schiffe, um selbst die Atmosphäre zu verlassen. In den weiteren Jahrzehnten wurden sie als Parasiten bekannt. Überlebende am Abgrund, die Prolos-Schiffe inoffiziell flankieren. Ah, also neben den Offiziellen, dann haben sich die Reichen natürlich das selbst dann irgendwas zusammengeschustert. Das menschliche Leben ist wie der elektrische Strom. Wir begehren den Weg des geringsten Widerstands, aber es ist niemals der beste Weg nach vorn. Der Tag der Tränen, an dem die drei Kolonieschiffe sich von der Atmosphäre der Erde befreiten, war der Pfad des Schmerzes. Notwendiger Schmerz. Notwendige Qual. Und das klingt doch jetzt eigentlich alles auch wieder so ein bisschen... Ist noch ein Fanfoto? Okay, also die Reihenfolge scheint auch sehr willkürlich zu sein. Hier leuchtet was. Was haben wir hier? Tauchermaske, Zeit unter Wasser plus 10%. Mitnehmen. Dann Leuchtstabmoment. Nicht. Werden wir hier hinten auch nass? Sieht ganz gut aus. Dann würde ich sagen, knallen wir das Ding mal hier. Oh, nee.
Wir nehmen mal eine Fackel in die Hand. Oder brauchen wir... Ah, das reicht vielleicht auch so. Hier ist ja warm. Machen wir eben wieder 4 Stunden schlafen. Dann haben wir das schon mal gespeichert, auch unseren schönen Champagner. Und die Tauchermaske. Ich weiß zwar nicht, so oft tauchen waren wir jetzt nicht. Müssen wir hoffentlich auch nicht. So. Einmal wieder trinken. Zack. Oh. Okay. Sehr gut. Hey. Was haben wir hier Schönes? Ja, noch so ein Feuerzeug, das haben wir schon. Das ist so eine Flasche, die brauchen wir nicht mehr. Wir sind ja jetzt offiziell auch Alkoholiker. Da reicht das schon. 4 Stunden Gesundheit ist auch wieder voll. Ja, das ist halt auch eine ganz gute Sache. 68%. Ich habe auch das Kissen nicht hingelegt. Ach, Mensch, Jolo. Binnen 3 Jahren erreichte der fremde Stern das Sonnensystem. Übertragungen von den in der Erde vergrabenen Koloniesilos kamen zum Erliegen. Das wunderschöne Chaos des Todes unserer Sonne und die Vernichtung unserer Welt wurde von den 200.000 verwaisten Überlebenden der menschlichen Rasse beobachtet. 200.000, das ist echt nix. Heftig. Von, weiß ich nicht. Jetzt haben wir ja so fast 7 Milliarden. Wann das hier spielt, ich habe das wieder vergessen und wann... Ich weiß auch gar nicht, wann jetzt die Erde da zugrunde gegangen ist quasi. Aber die 10 haben sie bestimmt noch geschafft, die 10 Milliarden. Die Überbevölkerung ist halt wirklich schon problematisch. Dann werden wir jetzt wieder nass. Ich meine, hier wird es ja nicht kalt, das ist vielleicht auch nicht so schlimm. Ja. Oh, und das Beben. Guckt mal, sogar die Pflanzen sind hier am Beben. Habe ich hier irgendwas noch verpasst? Ich denke nicht. 92% nass. Dass die Astronauten wirklich nicht mit irgendwelchen tollen Schutzanzügen losschicken. Man mag es gar nicht glauben. Oh ja, die strahlen wieder ganz schön viel Kälte aus. Das ist auch nicht so gut. Wir machen hier mal die Fackel eben an. Ja, vielleicht verrätst mir dann ja einer in den Kommentaren oder hat das schon gemacht. Gut, stellen wir uns hier einmal kurz hin. Dann kann ich hier mein aus Versehen gekauftes Getränk noch einmal aufmachen. Einkaufen gewesen und gedacht, oh cool, Schokomilch im Angebot. Vielleicht machen sie das, dass irgendwie sowas für 50% raus, 50% weniger raushauen, wenn es kurz vorm Ablaufen ist. Habe ich dann gleich mal zugeschlagen und dann hatte es sich zu Hause herausgestellt als Eiskaffee-Getränk. Jetzt fängt schon wieder an zu regnen, das gibt's doch nicht. Och, Mensch, jetzt geht das. Oh, nee, ne? Wenn die Musik kommt, heißt das nie Gutes. Shit. Ja, kann man sich da vorne unterstellen? Das ist echt ein Problem hier, dass man sich hier nirgends so richtig verkrümeln kann. Das sind ja auch nur 2 Tornados. 3 Tornados, die hier auf uns zurasen. Mhm. Gucken nochmal die Körpertemperatur im Auge behalten. Aber ich glaube, das müssen wir gleich gar nicht mehr. Gut, dass ich gespeichert habe. Ah, das ist schon frustrierend. Ja, Gewitter ist auch noch dabei. Oh. Mal gucken, ob wir es überleben, wenn nicht, dann. ...35,9 ist eigentlich ganz gut. Das ist nämlich mehr als eben.
Also manchmal hat man ja Glück und die gehen ganz woanders lang. Ich gehe jetzt mal hier hin. Man kann den ja so ein bisschen ausweichen. Die gehen ja nicht auf einen zu. Die haben ja ihre Bahn und... So hatte ich zumindest bisher den Eindruck. Okay, das hat zumindest funktioniert. Wenigstens das. Ja. Ach, da drüben ganz hin. Schwache Verbindung. Tja, die Armen, die weiß ja gar nicht, dass wir hier noch am Leben sind. Ah, das ist schon... Das ist schon bitter. Das ist echt bitter. Zumal ja das Leben, Überleben der Menschheit daran mit zusammenhängt, oder davon abhängt, ja. Ah, da können wir rein, das ist schön, dann können wir nochmal schlafen, nochmal spielen. Speichern. Ich möchte ich rein. Was haben wir denn hier? Noch ein Fernfoto. Achso, was zu essen. Aber nichts Geheimes hier. Schade. Ja. Schlafen. Schlafen wir nochmal. Ach, jetzt habe ich das Kissen wieder nicht hingelegt. Ach. Aber ich weiß gar nicht. Ich glaube, es ist ja nur, wie viel Gesundheit man regeneriert, oder? So, normalerweise würde ich jetzt auch sagen, wir beenden die Folge, aber die letzten waren ja schon immer recht kurz. Da habe ich schon ein bisschen schlechtes Gewissen. Ach, was heißt schlechtes Gewissen? Aber man, eigentlich will ich immer so auf die 20 Minuten kommen. Dann können wir auch mal ein bisschen länger noch machen. Ich habe ja eben gespeichert. Zwei Folgen muss ich eh noch rumpel aufnehmen. So, jetzt ist die Frage, ist da was... drin. Ah, das ist schon verlockend, mal zu schauen. Wir haben ja auch die Tauchermaske, aber... Oh, ein bisschen Musik. Was sind das hier für Kugeln? Wow, okay, damit wäre die Frage auch geklärt. Es sind Geschütztürme. Den habe ich gerade überhaupt nicht gesehen. Aber gut, dann, ich wollte eigentlich gerade nichts sagen und die Musik so ein bisschen auf die Landschaft wirken lassen. Ja.
Muss ja immer so ein bisschen beides jetzt ja auch ein Auge haben, falls dann doch noch irgendwas Schönes liegt. Da vorne ist schon der nächste. Ich weiß gar nicht, wie viele Türme es hier gibt. Oh, hier scheint es sehr große Wasserkreaturen zu geben. Oder generell Kreaturen. Heftig. Oder gegeben zu haben. Hier ist ja eigentlich nichts mehr. Ist da was Höhlenmäßiges? Nee. Schlecht. Ah, wollt ja nicht fluchen hier. Eieiei. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann versuche ich mal diesen Turm wieder anzumachen. Gut, bis dann.